Heute ist der Angelwettkampf. Nimm deine Angel und geh mittags zum Rathaus. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und die Geschichten zweier Städte. Den halben Sommer haben wir jetzt schon geschafft. Ihr habt wirklich absolut nichts verpasst. Ich habe auch nichts Besonderes gemacht. Also ich hatte... Oh, hallo. Ich hatte auch einmal eine besondere Cutscene gehabt. Also irgendwie wollte Rutger mal mit mir reden. Aber ich habe dann sofort den DS ausgemacht. Anscheinend passiert irgendwas Besonderes in Bluebell. Aber ich habe es extra weggemacht, damit ich es dann mit euch zusammen sehen kann. Und sonst bin ich möglichst immer allen möglichen Sachen aus dem Weg gegangen, die etwas Besonderes beinhalten konnten. Ich habe einfach nur ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ja, nicht. Ich habe mich natürlich parallel noch um die Pflänzchen gekümmert. Aber soweit, so gut. Ich habe immer noch keine Sojabohnen. Den Tag übrigens, als Rutger mit mir reden wollte, gab es Sojabohnen bei Gombe im Laden. Ich habe sie auch gekauft und angepflanzt. Aber ich musste den Spielstand neu starten und dann nach dem Neustart hatte er wieder keine Sojabohnen mehr im Angebot. Jetzt geht quasi der ganze Spaß weiter. Ich hoffe, er wird irgendwann mal Sojabohnen wieder verkaufen. Das ist echt nervig. So, jetzt mal alles hier schön gießen. Und dann nehmen wir dann heute Mittag am Angelwettbewerb teil. Ich habe gerade gar nicht gelesen, wo ich mich melden muss. Ich denke mal am Rathaus vielleicht. Wir werden sehen. So, schön geschoren. Ja, du kommst jetzt auch noch dran. Ach, die schöne Musik. So, wer will denn jetzt hier gebürstet werden? Du musst... Naja, Jersey Kuh geht vor, oder wie? Mhm. So, aber hier. Alle müssen mal gebürstet werden. Also fast alle, außer Annika. Hier auch nochmal. Dann nochmal ein bisschen knuddeln und dann sind wir hier auf jeden Fall auch durch. Das ist viel Knuddel. Wo ist mein Stift? Wo ist mein Stift? Da ist mein Stift. So, los geht's. Höre Silhouette auf dem Touchscreen zum Tiere streicheln. Mach es gut, um deine Freundschaft zu verbessern. So. Ich liebe diese pixeligen Nasenlöcher. Oder so. So, vielleicht macht sie ihre Augen noch ganz zu. Ja, sehr schön. Ultimative Entspannung bei Streu. Streu nie natürlich. So, okay. Alles klar, jetzt hier nochmal ganz kurz. Oh, wieder streicheln. Also heute ist eine richtige Streichelfolge. Übrigens, als ich offscreen gespielt habe, ist es mir einmal passiert. Da wollte ich auch ein Tier streicheln. Und dann ist dann, statt dass der Streichelbildschirm, wie hier sich startet, ist einfach das Spiel abgestürzt. Da dachte ich auch so, whoops, was ist denn da passiert? Also ein bisschen aufpassen, wenn ihr ganz viele tolle Sachen gemacht hattet und ganz viel Glück hattet. Streichelt bloß kein Tier. Das Spiel könnte abstürzen. So. Okay. Perfekt. Okay, hier nochmal die Eier mitnehmen. So. Okay. Bevor ich beim Angelwettbewerb teilnehme, möchte ich aber auf jeden Fall nochmal ganz kurz rüber nach Bluebell. Einfach nur, um noch die Sonnenblumen zu gießen. Es kann sogar sein, dass die bald fertig sind. Das wäre ganz cool. Was mache ich denn hier? Ich kann doch jetzt direkt durch den Berg durchgehen. Aber ich war auch offscreen relativ oft auf dem Berg und habe da sämtliche Sachen eingesammelt. Also auf dem Berg bin ich auch noch oft genug. Ich fahre mal hier über ein paar Fledermäuse drüber, was man halt mal so macht. Ach, ich liebe die Musik hier in Bluebell. Es ist so chillig. Okay, diesmal mal hier. Und hier. Ja, das sieht schon gut aus, ne? Da könnte bald was fertig sein. Ja, den Rest würde ich gerne mit Sojabohnen auffüllen. Aber naja, Gombe hat ja keinen Bock, uns Sojabohnen zu verkaufen. Wie wir ja schon wissen. Oh, die Musik ist so geil einfach. Gehe ich drauf ab. Ist eigentlich ja auch Feiertag heute. Heute ist auch Feiertag meine ich, oder? Huch, guten Morgen, du siehst beschäftigt aus. Wenn du Zeit findest, komm doch zu mir, wir können tratschen. Wo ist denn Cammy Boy?
Cam ist gar nicht hier. Wo ist der? Ist er oben bei... Nein, bei Leni ist er auch nicht. Guten Morgen, Junge. Wie geht's? Wo ist denn da, liebe Cam? Cam? Oh, chillige Musik. Yo. Hallo. Guten Morgen. Du siehst verschlafen aus. Pass auf, dass du nicht von Müdigkeit stolperst. Ich bin nicht verschlafen. Los, schon fast um 10. Ist mitten am Tag hier. Crazy. Schließe nicht von dir auf andere. So gibt's ja heute ist wirklich anscheinend kein Feiertag. Da kann ich natürlich die Gunst der Stunde nutzen und etwas Mehl erwerben. Ich kaufe mal 10 Stück. Jojo. Vielen herzlichen Dank, das ist ganz toll. Nein, danke, alles gut. Ich würde auch gerne, Aquedia hat heute anscheinend frei. Ich würde nämlich gerne meinen Karren mal vergrößern. Denn langsam brauche ich echt Platz. Ha. Na gut. Was gibt's hier Tolles? Ihr habt doch gar nicht offen, ne? Ich warte. Jetzt. Es gibt keine besonderen Kekse, schade. Hätte ich mal einen Schwung Kekse gekauft wieder für die Tiere. Aber nein, es gibt ja nichts. Aber mal mit allen ein bisschen quatschen kann man ja. Ich glaube, sie mag mich nicht. Georgia geht mir aus dem Weg. Dafür hat sie aber jetzt schon 3 Blumen. Zuneigung. So, ist Cam vielleicht in den Bergen? Wir gucken mal. Nein. Wo könnte er nur sein? Er ist bestimmt in Konohana. Das kann gut sein. Jetzt, wo der Tunnel wieder offen ist, besuchen sich die beiden Städte sehr oft gegenseitig. Also die Leute. Ich kann mir vorstellen, dass er gerade irgendwo in Konohana abhängt. Das wäre auf jeden Fall logisch. Ich habe auch schon nämlich oft gesehen, wie Kana hier rüberläuft. Kana und Cam, ne? Ein geliebter in jeder Stadt. So läuft das hier bei mir. Oh Mann, ey. Ah, die Musik aber hier ist auch schön. So. Hier ist wirklich Feiertag angesagt. Hier hat keiner offen. Schade. Da. So, okay. Der Mais ist bald fertig. Ich habe auch ein paar Tomaten angepflanzt. Hier möchte ich, sobald das fertig ist, noch einen zweiten Baum anpflanzen. Ist ja alles kein Problem soweit. Okay. Gut, dann gehe ich schon mal runter. Vielleicht gibt es irgendjemand, mit dem ich reden kann. Ein bisschen quatschen, aber ich glaube, die haben alle zu. Alles fest verschlossen hier. Hallo, heute ist das Angelfest, aber es ist noch zu früh. Komm, erst später. Okay. Alles ist zu hier. Ich kann mit niemandem quatschen. Keiner hat Lust auf mich. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Noch 20 Minuten, die ich totschlagen muss. Ich würde vielleicht die Zeit damit verbringen, mir eine Angel einzustecken. Das wäre doch mal eine gute Idee. Ich nehme natürlich meine Super-Duper-Mega-Monster, hier, meine Meisterangel, die ich schon dabei habe. Okay, vergesst es. Gut. Nach diesem kleinen Fauxpas kann ich ja direkt wieder runter zu Ina gehen, denn ehe ich bei ihr bin, ist es ja auch schon wieder um. So, jetzt haben wir so um 12. Perfekt. Der Fischfangwettbewerb ist heute. Zum Teilnehmen brauchst du eine Angel. Ich hab doch eine. Soll ich die ausrüsten? Heute ist das, ja, ich möchte starten. Bitte. Dann lasst uns beginnen. Ja, bitte. Okay. Heute ist der Angelwettbewerb, was auch immer. Lasst uns ein paar erstaunliche Fische fangen. Lasst uns die Regeln erklären. Es gibt ein Zeitlimit von 2 Stunden. Wer auch immer den größten Fisch fängt, gewinnt. Na dann, lasst uns loslegen. Okay, 2 Stunden. Ein großer Fisch. Alles bereit? Naja, los. Größe 0 cm bisher. Ist, glaube ich, bis jetzt der beste Wert. Lol XD. So. Ja. Was hast du? Was bist du? Ja, schon mal nicht schlecht, aber ein großer Aal oder sowas wäre gut. Da, 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 da
da, 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 da. Komm, bitte, irgendeiner. So 70 cm hätte ich schon gerne. Das wäre cool. Das ist, glaube ich, zu viel, was ich mir da erhoffe. Das wäre cool, wenn überhaupt mal einer anbeißen würde. Jetzt. Oh, das ist ein großer, oder? Wow, 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 wow. Fast ein Meter. Richtig gut. Okay, 70 cm wird auf jeden Fall schon mal geschlagen. Ich spiele das mal hier oben. 99 cm, vielleicht schaffe ich es doch über einen Meter. Das wäre natürlich noch cooler, aber... wird schwer. Aber hier ist gerade ein ganz fetter an meiner Angel. Der guckt gerade. Wenn das Interesse nicht verliert, beißt er vielleicht sogar an. Er ist weg. Bitte was. Ach, da ist er. Er ist noch da. Er hat noch keinen Bock mehr auf mich. Okay. Okay, ich glaube, das wird jetzt etwas schwierig. Wäre cool, wenn irgendeiner noch anbeißen würde. Hallo? Ich sehe euch. Ich sehe, dass ihr Interesse habt. Jetzt beißt doch mal an, bitte. Na, er tippt immer so dran, aber er hat dann immer keinen Bock mehr. Oh Mann. Naja. Aber 95 cm ist mehr, als ich erhofft habe, auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht ist es der beste Wert, man weiß es nicht. Es wäre cool, wenn jetzt hier nochmal... ich will einfach keine anweisen. Man kann doch einfach super Pech haben, ne? Super Pech gehabt. Gerade mal zwei Fische gefangen. Hoffentlich ist der zweite wenigstens für eine Platzierung auf dem Treppchen gut genug. Was glaubt ihr? Wie habt ihr abgeschnitten? Der Gewinner hat einen wirklich großen gefangen. Okay, dann lasst uns mal den Gewinner ermitteln. Okay, Marco. Auf Platz 2. Oh, wir haben gewonnen. Und auf dem ersten Platz der Gewinnerfisch mit irre 99 cm ist... Yumi! Glückwunsch, Yumi. So einen Fisch sieht man nicht so oft. Lass uns Yumi einen großen Applaus geben. Hat mir doch nicht so viel Pech, wie ich dachte. Glückwunsch, Yumi, du bist ein Fischerkönig. Hier ist der Preis des Angelwettbewerbs für dieses Jahr. Los, nimm ihn. Parfüm? Ich will dich noch einmal so einen Fisch fangen sehen, okay? Da, 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 da. Okay, alles geschafft, alles gut gemacht. Ich hoffe, dass wir morgen mal zu Kana können oder zu Grady und endlich mal unseren Kana weiter. Und das belastet mich schon ein bisschen, dass er so klein ist. Das heißt klein, aber derzeit ist es doch schon relativ knapp. Okay, ich müsste eigentlich gleich auch wieder meine Felder gießen können. Das ist sehr gut. Gießkanne ist aufgefüllt. Na los, werde trocken. Ich will schlafen gehen. Wir wollen die Folge noch etwas schaffen. Mann, warum wird das nicht trocken? Wasser, oh, warum wird das nicht trocken? Du bist schuld dran. Ah, hier. Endlich. So, jetzt schnell alles nochmal gießen und dann ab ins Bett mit uns. Dann haben wir es geschafft für heute. So. Oben noch. Naja, Gießkanne wird aufgefüllt. Ah, hier oben ist auch Mais. Ach, schön. Ich weiß gar nicht mal, was ich da angepflanzt habe, wo später der zweite Baum hin soll. Hier. Rosen oder so? Ich hab's vergessen, was das war. Wir werden es dann schon sehen. Hier nach. So. Und auch nach. Ja. Okay. Gut, dann können wir jetzt schlafen gehen. Schlummern. So. Ab ins Bett. Speichern und schlafen. Ratzepfü machen. Da, 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 da. Ha. So, jetzt hier noch was schaffen. Oh nein, da schaffen wir ja gar nichts, wenn es stürmt. Oh Mann. Wie gemein ist das denn bitte? Das macht nur laut Bum und Kabum. Und sonst passiert hier gar nichts. Dann können wir gleich nochmal schlafen gehen. Manchmal ist das Spiel ganz schön fies zu mir. Na gut, wir werden trotzdem mal ganz kurz rausgucken. Oh, doch, ja, die Rosen sind fertig. Sehr schön.
Rote Rosen, da habe ich jetzt ganz viele von. Werde ich alle einsammeln, werde ich auch noch was Neues aussehen dafür. Hier kommt jetzt natürlich ein neuer Baum hin. Gucken wir gleich mal. Mache ich natürlich nur mit euch zusammen. Deswegen habe ich wirklich extra... Das ist natürlich praktisch, dass es jetzt genauso perfekt gepasst hat mit den roten Rosen, dass die jetzt fertig sind. So, jetzt können die alle weg. So, habe ich denn gerade zufälligerweise... Nein. Was machen wir denn? Nehmen wir Pfirsich oder Banane? Was haben wir denn jetzt hier? Pfirsich. Erntereif nach 1,5 Monaten, dann alle 3 Tage. Dann alle 4 Tage. Die Frage ist, für welche Jahreszeit? Ich nehme mal den Pfirsich. Ist der Papa schließlich auch die Peach Farm? Dann sollte man ja wenigstens einen Pfirsich auf der Farm haben. So, fertig. Jetzt wächst hier noch ein Baum. Sehr schön. Okay, die Frage ist, was pflanzen wir denn jetzt hier noch an? Ich gucke mal ganz kurz. Habe ich noch irgendwas anderes an Saatgut? Nee, hä? Margariten und Kohl. Warum habe ich eigentlich den Kohlsaat? Warum habe ich... Warum kann ich eigentlich verkaufen? So, okay. Ja, jetzt habe ich hier nichts Besonderes mehr. Ich habe jetzt ein Paradieschen. Oh, kann man mal machen, ne? Mache ich jetzt auch einfach mal. Warum nicht? So. Stück vor. Und noch ein Stück. So. Perfekt. Okay, ist hier unten noch irgendetwas, was fertig ist? Nein. Und hier unten auch nicht, wie es scheint. Okay, dann füttere ich kurz die Tiere und dann gehen wir wieder schlafen. Bürsten sollte ich euch eventuell auch noch. Gerade Jersey-Kuh und so Volkschaft. Die brauchen aber besonders viel Pflege. Ja, besonders gute Sachen. So, knuddeln. Nein, nicht abstürzen. Nicht jetzt abstürzen. Ja, genau. Sag ich, das passiert manchmal. Das ist total dumm, aber erst seit ich hier in dem Dorf bin. Jetzt kann ich das Spiel wieder neu starten. Na, startest du jetzt? Hallo? Oh. Mann, ist das nervig. Ja, deswegen, ja, ich hab's erst gesagt am Anfang der Folge und jetzt passiert es auch schon. So, Spiel abgestürzt. So, Spiel laden. Pichihof. Ja. Okay, nochmal von vorne den Tag. Es tut mir so leid, Leute. Das ist echt nervig. Oder wisst ihr was? Ich überspringe. Ich mache jetzt einfach jetzt hier Schluss an der Stelle. Spiele alles jetzt nochmal. Dann sehen wir uns am nächsten Tag frisch wieder. Und dann werde ich hoffentlich meinen Wagen verbessern können. Dann werde ich auch Werkzeug verbessern können. Weil ich habe natürlich auch für den Sommer wieder einen Werkzeugaufbesserungsauftrag bei Schenkenfrei. Und mal gucken, was ich noch so Schönes machen kann. Aber erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Jumel Let's Play Harvest Moon und die Geschichten zweier Städte. Bye!